lauter nette Leute am Start. Und ich kann es nicht auf den Tag genau sagen, aber es ist immerhin 27 Jahre her. Und ich glaube auch, dass es Juli war. Kann man da im Computer gucken eigentlich? Das könnte man nachgucken. Ja. Das könnte man nachgucken. Wird vielleicht nachgeliefert. Leute, es gibt was zu feiern. Und erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. So, und jetzt Spannung steigt, Trommelwirbel. Bam! Ich habe mir was gegönnt. Und mit der Hilfe hier von den Jungs wurde das Ganze auch noch gepimpt. Also, jetzt verraten wir aber nicht zu viel, oder? Ich will auch nicht sagen, welche Marke es ist. Erratet ihr nie! Oh, ich bin so gespannt, ich bin so mega gespannt. Okay. Eins, zwei, okay. Drei. Okay, ihr erratet nicht, was es ist. Alter! Wow! Mega! Boah. Oh, ich flipp aus, ist das geil. Ist das geil! Boah! Mega! Ey, jetzt bin ich echt wirklich von Socken. Mir gefällt es mega. Ich bin so in Love gerade. Hammer. Also ich bin ja jetzt sehr selten sprachlos, aber jetzt auch. Ey, das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn, warte mal, ich muss noch mal gucken. Boah, geil. Hammer. Richtig geil. Ja, gut, dass du mich überredet hast. Mit dem Rot noch. Wahnsinn. Echt geil. Also, jetzt löse ich es auf. Yamaha Tenere 700. Jensi in Love. Voll geil. Einfach voll geil. Jetzt kommt eine Frage, berechtigterweise. Sowas in der Art hast du ja schon. Ja, aber. Es wird noch ein bisschen umgebaut. Es kommt noch ein bisschen stöllig. Und also hier, das als Grundfarbe, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, ey, Hammer, mega. Echte Freunde! Boah, wie geil das mit dem Sitz kommt. Wahnsinn. Richtig fett. Alter Schwede. Boah, geil. Richtig geil. Offroad, ich komme. Wahnsinn. Ey, die Jacke und alles passt sogar dazu. Guck mal. Ja, mal. Ja. Das passt mit dem Orange. So. Super geil. Hier sehen wir uns spätestens beim ersten Service. Und da haben wir schon ausgemacht, ich werde den hier abarbeiten, kleines Praktikum machen und euch dann mitnehmen zur Fahrzeugpflege und Aufbereitung. Ne? Ja, dann machen wir, das wird richtig spannend. Aber das Video ist noch lange nicht zu Ende. Also es wird jetzt so noch ein bisschen erstmal gefahren und dann schon ein bisschen umgebaut. Ich bin immer noch geflasht, das war Wahnsinn jetzt. Das war richtig cool. Und eben die Tatsache, wie die Jungs das hier umgesetzt haben von Motorrad Meier. Wahnsinn. Vielen Dank nochmal an den Marcel. Gruß geht hier raus. Sensationell. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Ein bisschen wird modifiziert, aber ganz ehrlich, ganz unter uns, eigentlich musst du gar nichts ändern. Das ist in der Basis so ein gutes Motorrad. Aber bevor ich jetzt hier lange laber, nehme ich euch einfach mal mit rein, zeige ich euch mal die ganzen Sachen und dann geht's los mit dem Umbau. Perfekt. Seht hier so ein paar Sachen von SW Motech. Das ist hier so ein Halter, ein Magnetring für einen Tankrucksack. Dann kommt so eine Tasche hinten drauf, dann eine leichte Lenkererhöhung von SW Motech für die Ergonomie, so ein paar Fußrasten. Wie gesagt, das sind alles Kleinigkeiten, ja. Dann einen einstellbaren Schalthebel in der Weite, weil ich da ab und zu mit den Crossstiefeln fahre. Und hier von SW Motech, beziehungsweise die vertreiben hier diese Barkbusters Handguards. Die kommen noch hin und das ist dann die Sitzbank für den groben Einsatz. Und auf der Seite haben wir hier die Yamaha Originalteile. Einmal hier diese massive, dicke Bodenplatte. Wir hatten über Unvernunft gesprochen. Da liegt das schöne Ding. Also ich konnte einfach nicht widerstehen. Bisschen LED-Blinker, ein Kettenschleifer, ein etwas anderer. Und hier haben wir noch den Kühlerschutz. Den bauen wir noch zusammen hin. Hier haben wir noch den Kettenschutz. Und final kommen dann diese Reifen hier drauf. Die guten. Michelin, Anarchy Wild
habe ich super Erfahrungen mitgemacht hier, sogar auf der Crossstrecke. Da haben wir noch zwei Schläuche dazu. Wie gesagt, jetzt bauen wir mal alles ein. Ich kann es kaum erwarten. Ja, und loslegen würde ich einfach mal hier mit diesen einstellbaren Hebeln. Die sind etwas kürzer als die Originalen, zeige ich euch gleich nochmal. Wie gesagt, alles, was ich hier umbaue, ist mit Sinn und Verstand. Das in der Basis günstige Motorrad, okay, wir lassen den jetzt mal raus, wird für ein relativ überschaubares Budget gepimpt, fertig. Schritt Nummer 1, los geht's. Anbauzeit, schlappe 2 Minuten, sitzt, passt, wackelt, hat Luft, alles wunderbar. Wie ihr jetzt hier erkennen könnt, sind das Kurzhebel, also 2 Fingerhebel. Das gleiche gilt auch für die Kupplung und diese Hebel sind in der Weite einstellbar. Ich mag es total gerne, eben mit 2 Fingern zu kuppeln. Wir haben ja hier auch eine extrem leichtgängige Kupplung, also von daher ist das total geil. Die Hebel gibt es natürlich auch mit einer weiten Einstellung, also für alle, die jetzt sagen, oh nee, mit 2 Fingern kannst du nicht kuppeln. Ich werde euch generell alle Sachen verlinken, weil ich finde, das sind so die sinnvollsten Änderungen, die man an diesem Fahrzeug machen kann. Jetzt geht's mal weiter mit den Handguards hier. Meine Uridee, also Ursprungsidee, war im Prinzip dieses NATO Oliv zu nehmen und Neongelb. Jetzt habe ich natürlich nur Neongelb, ist so ein bisschen Stilbruch, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, aber es soll ja auch so ein bisschen Rallye-Optik haben, vielleicht mache ich den einen oder anderen Sticker noch hin oder bestell die nochmal in schwarz, aber jetzt kommen erstmal die hin, ist jetzt nicht so tragisch. Also ich freue mich generell mal, dass das alles so gut passt. Die ist jetzt aus einem viel dickeren Alu, also da kann man richtig was gegen rumpeln. Und in Spanien habe ich festgestellt, wenn du jetzt hier mit dieser Platte wirklich ein bisschen grober unterwegs bist, dann kriegt die schon richtige Treffer. Die liebe Alex ist jetzt da. Und was sagst du, mein Schatz? Wunderschön. Richtig gut, ne? Jetzt pass auf, Blinkerthema. Mini-Mini-Blinker vorne zu montieren. Aber jetzt habe ich ja 2 Blinkersets und einen originalen LED-Blinkersatz werde ich jetzt hinten verbauen. Dass hier die Mindestabstände gewahrt werden müssen. Also kommen hier die originalen Yamaha-Blinker hin und vorne sind eben diese super schönen Mini-Mini-Blinkerchen. Geil, oder? Richtig schön. Also hier einmal der Blick auf die Fußrasten, die massiv breiter geworden sind. Hier, das ist so der Originalabstand. Und das fühlt sich schon mal richtig geil an, wenn du draufstehst. Und jetzt eben die Lenkererhöhung. So ist das Ding richtig positioniert für mich. Ich war erst so ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, boah, ist das nicht vielleicht zu hoch? Aber so ist genau richtig. Leute, kurz nach 3, ich hab's, ich bin fertig. Ich gehe jetzt mal pennen und dann machen wir morgen die erste Fahrt zusammen. Und dann erzähle ich noch so ein bisschen über das Bike. Die Idee mit diesem Motorrad so ein bisschen querfeld einzufahren, war schon lange in meinem Kopf. Als ich das Motorrad das erste Mal gefahren bin in Spanien, habe ich mir nur gedacht, boah, das hat Potenzial. So, jetzt steht sie da, also meine Interpretation der Tenere 700, farblich wie auch gepäckmäßig. Und ich zeige euch am besten jetzt mal alles und erkläre mal alles, wie ich mir dazu gedacht habe. Einmal hier dieser Tankrucksack City Pro. Das ist ganz praktisch, weil der so einen Magnetverschluss hat. Den kann ich hier easy wegnehmen. Für den Kollegen gibt es noch eine Regenhaube, die ist dabei. Da würde ich jetzt auch eine Kamera drin lagern, sodass ich halt schnell hinkomme. Und dann habe ich mich gegen Koffersystem entschieden. Und zwar für diesen Dryback 700. Das Ding ist cool. Ich habe jetzt hier schon mal vorgepackt. Also Biwaksack ist drin. Große Isomatte, Schlafsack. Einfach nur mal zu zeigen, wie das Ganze aufgepackt aussieht. Und das ist alles. Da ist jetzt noch ausreichend Platz, um mein Kamera-Equipment mitzunehmen. Acra-Auspuff
Sound, würde ich mal sagen, ist sehr ähnlich zum Originalen, aber optisch gefällt mir das natürlich viel besser. Dann haben wir, jetzt schweife ich schon wieder ab, ne? Also hier dieser Dryback, da kann ich noch ein bisschen was zu erklären. Du kannst den wirklich hier mit zwei Strapsen so befestigen, dass das Ding optimal hält, weil die Teneré zwei Aufnahmepunkte hat. Das ist super. Und hier ist auch ausreichend Platz, dass du quasi nicht in die Nähe vom Auspuff kommst. Klar nimmt er jetzt den zweiten Sitzplatz weg, aber was ich damit fahren will, halt diese TED, ist wirklich alleine fahren, alleine drauf sitzen. Und für diese Zwecke habe ich dann eben noch die hohe Sitzbank, diese Rallye-Sitzbank von Yamaha da liegen. Und das ist halt jetzt hier so die schöne, ne, für die kleine Ausfahrt. Ich kann euch das mal zeigen. Selbst die Nähte sind hier in grün abgesetzt. Also richtig geil. Ich habe mich noch für diese Evo-Fußrasten hier entschieden. Die kannst du in der Höhe einstellen oder nach vorne, nach hinten positionieren. Also in sämtlichen Variationen lassen die sich da anpassen. Die Dinger sind cool, weil die halt deutlich breiter sind als die Originalen. Fand ich richtig gut. Und dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Da haben wir auch nochmal hier von SW Motech den Schalthebel. Wieso habe ich mich für den entschieden? Der ist einmal hier klappbar und auch in der Weite einstellbar. Also das hat halt den Vorteil, wenn ich jetzt mit den Crossstiefeln fahre, brauchst du hier so ein bisschen mehr Platz. Und dann hast du halt hier die perfekte Möglichkeit, das sauber anzupassen. Ja, und anpassungsmäßig geht es hier oben weiter. Da habe ich noch die Lenkererhöhung drauf von SW Motech, dass ich so ein bisschen höher komme mit dem Lenker, ist auch perfekt. Und hier diesen SP Connect Halter, da haben auch immer viele nachgefragt, den habe ich jetzt verwendet. Ihr kennt ja auch meine GoPro Halterungslösung mit diesem System, aber hier ist es perfekt, weil der Halter das Handy so ein bisschen nach vorne setzt und hier dann auf jeden Fall Platz ist für den Tankrucksack. Was noch fehlt, ist hier der Schutz für die Wasserpumpe. Und wo wir schon beim Schutz sind, das hier ist dieser originale dicke Yamaha Motorschutz. Und im Endeffekt habe ich ein Motorrad, wo ich ja nicht wirklich was verändern muss. Auspuff, okay. Ne? Also entgegengesetzt der Vernunft habe ich mir gedacht, so ein bisschen Optik muss einfach sein. Also Auspuff, Motorschutz, Blinker, Heck ist original Yamaha. Und da habe ich mich dafür entschieden, hier die Yamaha LED-Blinker zu montieren. Mit dabei sind immer Widerstände, also das kannst du hier so Plug and Play montieren. Allerdings musst du so ein bisschen Raumfahrttechnik studiert haben, damit du das hier alles hinschrauben kannst. Das sind wirklich sehr, sehr viele Schrauben. Hier sind jetzt noch ist jetzt noch die Erstbereifung drauf. Die werde ich natürlich irgendwann ersetzen durch die Michelin Energy Wild, weil ich die selber schon ausprobiert habe und weil ich weiß, dass die sehr, sehr gut funktionieren, gerade im Offroad. Für mich ist es natürlich super wichtig, dass mein Kamera-Equipment trocken ankommt. So kann im Prinzip die Reise beginnen. Was ich jetzt noch nicht hingebaut habe, ist der Kettenschutz von Yamaha. Weil mir das so gut gefällt, weil hier im Prinzip hier unten alles in Schwarz gehalten ist, würde ich den erst pulvern lassen. Der kommt in Silber. Und da denke ich, passt es besser, wenn ich den schwarz pulvern lasse. Was ich noch hingebaut habe, ist dieser Kettenradschutz. Jeder, der mal so ein bisschen im Gelände gefahren ist, weiß, wenn es dir da einen Stein hinschlägt, das ist ungesund für so ein Kettenrad. Also von daher ist hier dieses Original-Yamaha-Teil. Also hier sind viele Parts von diesem Rallye-Zubehör verbaut. Und eben diese durchgehende hohe Sitzbank, da ist es ganz angenehm, gerade wenn du eine hohe Sitzbank hast, Position sitzen zu stehen, ist halt ein kürzerer Weg, wie wenn die Sitzbank was flacher ist. Muss ich jetzt in der Praxis ausprobieren, ich bin 1,80 Meter lang, ob das dann noch mit der Größe so kompatibel ist, befürchte ich. Aber das ist egal, also ich möchte das auf jeden Fall so dann in der Variante fahren. Zur Lösung hier Bebügelung, da habe ich so ein paar Ideen dazu. Aber ich finde, das macht halt ganz krass die Optik kaputt. Und ich habe jetzt hier von Kollegen gehört, dass diese Seitendeckelchen nicht die Welt kosten, falls da mal ein Kratzer reinkommt. Wenn du jetzt mal umkippst,
wird dieser Handguard das meiste auffangen. Und wenn du hier dann auf der Seite hier Schlafsack und so ein paar weiche Sachen hast, könnte es gut sein, dass ich da dann nochmal mit einem blauen Auge davon komme. Im Ursprung war geplant, dass ich hier mit diesem Fahrzeug direkt schon was ganz, ganz Geiles mache. Aber es war zeitlich zu knapp. Und da ich selber einen Motorradladen hatte und weiß, wie nervig das ist, wenn der Kunde jeden Tag fünfmal anruft, ist sie fertig, ist sie fertig. Von daher haben wir eine Lösung gefunden für die Geschichte, die jetzt kommt noch. Und da möchte ich noch so ein bisschen spoilern. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Eine ganz, ganz geile Geschichte eben, wo auch so ein Fahrzeug drin vorkommt. Und ich freue mich jetzt wirklich auf die ersten Touren damit. Also ein bisschen abseits von der Straße. Und ich denke, da hat die Teneré einfach ein Riesenpotenzial. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch super gut. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal hingehen und dieses Motorrad einfahren. Einige Kilometer wird es jetzt drauf bekommen auf der Straße. Ich habe das jetzt schon mal gemacht hier mit dem Kumpel Robert und das war einfach sensationell. Wir haben so viel Spaß gehabt. Das war einfach nur geil und das will ich wiederholen. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, dann schenkt mir doch gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Und dann sieht man sich in 3-4 Tagen. Kein Video mehr verpassen. Und ich verspreche euch, die nächsten Videos werden der Knaller. Also, tschüss!